Schwingen zu bringen. Das ist eine wichtige unter die Haut geht. Und mein nächster Gast, der könnte so einfach besser sogar in seinem Amtszimmer hören, wenn der Wind gut steht. So nah ist es nämlich bei der Wiesnummer Katzensprung im Schwarzwald. Hier ist der Kreisverwaltungsreferent der Stadt München, Dr. Thomas Böhle. Herzlich willkommen. Ja, herzlichen Dank. Als Kreisverwaltungsreferent haben Sie ein waches Auge über die Wiesen. Ja, Sie halten mit der halben Behörde hier sogar Hof, im Behördenhof. Da gibt es ja viele strittige Themen, nur vom Kampf um den Eichstich hören wir gar nichts mehr. Ist die Schandmoral so gut 2017? Also die Schandmoral ist gut, das kann man so sagen. Das ist aber auch immer eine Frage der subjektiven Wahrnehmung, die ich bei den ersten Pfiffen schon gehört habe. Aber was Abmahnung, Verfahren und Ähnliches betrifft, haben wir nur ganz wenig Grund zur Beanstandung. Sie wohnen aber im Schwarzwald und können Sie auf einen Sprung rüberkommen, mal spontan, wenn Sie nicht zu schon da sind? Ja, aber das Schankmaß überprüfe ich nicht. Da habe ich ja vorhin die Rittermeister, die das machen. Aber in Schwarzwald werden wir, bestimmt. Also Sie sehen das lässig, das merke ich auch sehr. Im letzten Jahr unglaublich lässig dirigiert. Mal schauen, wie es in diesem Jahr wird. Hier ist Dr. Thomas Böhle mit dem Lagidage. Bitte. Aus der Hand des Wirtesprechers, ja. Die Spieltag in der Riedermarsch, diese Oktoberfest-Kombo ist wirbel. Auf geht's!
ja auch genießen zu sein, weil es ist eine tolle Stimmung, das Wetter ist super und es passt alles. Wie sieht es denn aus mit der Spiritualität und den Religiösen bei den Schaustellern? Naja, bei den Schaustellern ist es natürlich so, die sind sich dessen stärker bewusst als andere, die abhängig sind von der Barmherzigkeit und Güte Gottes, sind, dass wenn das Wetter nicht stimmt, war es das mit der Wiese. Wenn sonst irgendwelche Probleme auftauchen, war es das mit der Wiese. Und so sind sie sich sehr viel deutlicher abhängig als andere von der Barmherzigkeit und Güte Gottes. Sie wissen das, Sie schauen ein bisschen hinter die Kulissen der Glitzerwelt Oktoberfest. Und normalerweise stehen Sie ja nicht im Rampenlicht, aber heute sollen Sie mal geehrt werden. Sie bekommen aus der Hand des Wirtesprechers den Preis der Wiesenwirte, die Münchner Bavaria. Herr Dr. Baron Schäfer-Stüppel, gut, dass es Sie gibt. Wenn man Probleme hat, Sorgen hat, wenn man den christlichen Segen tragt, den göttlichen, dann sind Sie da. Sie haben sich diesen wunderschönen Preis, den Preis der Wiesenwirte, eine Bavaria in Bronze wirklich verdient. Weil wenn es jetzt mir zum Beispiel mal schlecht geht, nicht persönlich, aber geschäftlich, ich darf zu Ihnen kommen, bei so einem Pitching geben Sie mir Ihren Segen. Wunderbar, vielen Dank. Wir bewahren diese Bavaria jetzt für Sie treuhänderisch auf und tauschen ein mit dem Dirigentenstab. Hier kommt Dr. Paul Schäfer-Stüppel mit dem Vondertammarsch. Ein Pater mit Taktgefühl, das hat man gesehen, vielen Dank. Er dirigiert den Marsch eines bayerischen Generals von der Tann, dessen Taufpate Ludwig der Erste war. Sie werden also Oktoberfest verdanken und damit auch dieses Platzkonzert. Das geht jetzt langsam in die Zielgerade ein, aber das höchste Zeit für den Auftritt des Oberbürgermeisters. Hier ist Dieter Reiter. Komm vor, Dieter. Oberbürgermeister. Ist München platzt aus allen Nähten, nicht nur zur Wiesenzeit. Was macht, nein, nicht der OB. Was macht die Attraktivität von München aus? Ja, erst der Christoph benannt und lieber Michael alles. An so einem Tag ist es gleich erklärt. Wir haben alles, was man braucht. Wir haben einen weißblauen Himmel, wir haben die Berge und die Seen ums Eck.
Wir haben das Oktoberfest und wir haben die nettesten Leute, die es gibt in München als Bürger. In der Kombination gibt es auf der ganzen Welt immer. Was sind die schönsten dieser Termine? Ja, also das ist immer der schönste Termin, weil so viele Leute da sind und weil so viele Leute sich freuen auf dieses Quatschkonzert hier und weil es eigentlich immer noch das Wetter schön ist. Also insoweit, danke, dass ihr alle da seid. Hat die Stadt deine Finger im Spiel, oder? Ja, wenn es wieder schön ist, kann man sagen, ich bin schuld, aber da ist doch nochmal gereist, dann was es ich bin auch schuld. Aber deswegen sagen wir lieber, das macht der Herrgott und wir freuen uns, wenn es schon wieder ist. Jetzt kommen wir zum Höhepunkt dieses Platzkonzertes, zum bayerischen Defiliermarsch, dirigiert vom OB Wiederreiter. Dirigiert vom Oberbürgermeister dieser wunderbaren Münchner Stadt, von der Dichter Eugen Roth gesagt hat, vom Ernst des Lebens halb verschont, ist der schon, der in München wohnt. Vor allem, wenn man auf der Oktoberfest gehen kann und beim Platzkonzert mit dabei ist, das geht jetzt langsam zu Ende, das merken Sie schon. Es füllt sich langsam die Bühne, aber vorher gibt es noch den Krug. Ja, liebe Diener, du bist ein toller Oberbürgermeister. Du machst es richtig, du lässt den Sättigorganisation mal und du kümmerst dich ums Wetter. Wir sind stolz auf dich, was du machst, redet was. Und du gibst den schönen Glück und immer dran denken, da ist die Lola Munkert, sagt er was, und immer noch das Weib. Herzlichen Glückwunsch und danke, dass wir so einen tollen OB haben. Vielen Dank. Ja, das Platzkonzert geht langsam zu Ende. Alle Mitwirkenden, die Wirtsfamilien kommen jetzt zu uns auf die Bühne für das Finale Furioso mit Luftballons und Bayernhymne. Und die wird heute unsere Lippe überfreuen, die ganz besonders von einem Münchner Kindl, von der Gigi Pfundmeier, die sie in bester Tradition jeden Tag auf der Wiesn erleben können. Ja, und ich hoffe, sie singen jetzt alle mit. Wenn die Bayernhymne erklingt, auch da oben auf dem Balkon, es wird sich lohnen. Also sind Sie mit dabei, das war unser Platzkonzert 2017. Es war mir eine Ehre. Servus, bis zum nächsten Mal. Auf geht's! Thank you.
Amen.